Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, wir müssen. Was? Stelle sie mit ein bisschen her, oder? Oh. Ja, wir müssen ja, warte, sofort. Mach ich gleich. Ah, gucke mal. Ha! Dafür brauchen wir die Muni. Wir haben zwar Muni. Irgendwo. Ich glaube, die haben wir in unser Lager gestopft, ne? Ich glaube ja. Das sind hüpfende Pilze. Okay. Das sieht nicht gesund aus. Ja, wir müssen hier die Anlage, die Korvax-Anlage infiltrieren. Ich hoffe mal, die Wächter da vorne interessiert das jetzt nicht, wenn wir hier ein bisschen Ferritstaub abbauen. Ich meine, wir brauchen schon ein bisschen was. Denn ich schätze, wir brauchen ordentlich Muni. Ich schätze mal, das mit dem Schleichen kriege ich nicht hin und wir müssen uns da durchballern. Werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Weil durchballern ist voll mein Ding. Aber, ach ja, werden wir denn. Dingensbummens Laser. Ne? Ausgetauscht. So, wie viel kriegen wir denn? 1250. Ja, gut. Ah. Ja, wollen wir mal noch hier einmal so. Dann kriegen wir da raus. 10. Passt. So. Ja, guck mal. 2000. Ach, guck mal, jetzt geht die Sonne auch noch auf. Wunderbar. Ah, das war nicht laufen. Das ist laufen. Sehr gut. So, ja, wie gesagt, wir müssen hier die Dingensbummens Basis infiltrieren. Infiltrieren? Wie komme ich denn auf infiltrieren? Liegt hier ein Hammer? Soll das ein Hammer sein? Nee, soll es nicht. Na gut. Ich dachte, Tor ist hier. Ha! Gut, jetzt ist natürlich die Frage. Die beiden Wächter, die hier rumlatschen. Was ist das denn? Boah, was ist das? Was? Achso. Das sah gerade irgendwie ganz komisch aus. Ungefähr so wie das. Naja. Okay, ich sehe jetzt nichts. Also würde ich sagen, verstärkte Tür. Ach, da müssen wir uns durchballern, ne? Oder auch nicht. Hallo? Doch. Ach, das war die Tür. Oh, das war nicht die Tür. Oh, scheiße, wie soll ich die denn treffen? Die sind zu klein. Nein. Ich gehe mal eben ins Raumschiff. Oh, Mann. Oh, Mann. Was suchen die denn? Ich bin nur hier. Das bringt überhaupt nichts. Kann ich die eventuell? Kann ich die eventuell mit meiner Bordkanone ein bisschen ja, wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Gut, mal ein bisschen Anlauf nehmen. Ist ein bisschen schwierig hier in Bodennähe. So, wo sind sie? Ah! Okay. Okay. Das hat schon mal besser geklappt, als ich dachte.
Das müsste auch geklappt haben. Da ist noch einer. Das. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Oh. So. Das waren jetzt schon mal zwei. Kann ich mich irgendwie. Ah, umgucken geht. Oh, das ist doch scheiße. Ah. Da hinten ist der eine. Verstärkung. Ja, super. Verstärkung. Ich bin begeistert. Unterdrücken Stufe 3. Und tschüss. Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon bereit hierfür sind. Ob wir vielleicht doch erstmal. Nee, das ist keine gute Idee, wenn wir fliegen. Ob wir vielleicht einmal die Nebenmission machen sollten. Um eventuell ein bisschen aufzuleveln, ein bisschen. Wirklich? Hängt er dahinter fest? Ja, da hat er jetzt Pech gehabt. So. Setzen wir uns mal wieder dahin. Oh Mann. Oh Mann. Theoretisch hätte ich jetzt auch auf die Tür schießen können, ne? Also. Wir merken schon, es war nicht mein hellster Move. Kapfreut. Muss ich das. Muss ich das abbauen? Tatsache. So, jetzt wollte ich mal eben gucken. Raumschiff. Raketenwerfer. Ah, okay. So, ja, super. Start. Das geht natürlich nicht. Hier, den können wir nochmal aufladen. Das ist, gut. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das kann man verkaufen, das ist gut. Analysieren. Analysieren. Hä? Na egal. So, analysieren. Sehr gut. Ja, bevor ich mich jetzt noch länger darüber davor sträube, wollen wir. So. Ja, 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 und dasselbe nochmal. Das kriegst du mit diesem Blitzwerfer nicht gut hin. Da muss, das ist jetzt, glaube ich, auch das letzte Mal, dass wir hier die Startschubdüsen benutzen können, oder? Eins. Wo ist der andere? Da. Da düst er rum. Mein Freund. Nein! Nix gut. Wächter suchen, ey. Ich bin hier. Also, wenn man mich jetzt übersieht, ne? Bitte. Oh nein, ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Ach ne. Egal, hat trotzdem irgendwas gebracht. Das ist gut. Eine Geode. Da ist er. Hey. Warum hat er das überlebt? So. Lass mal eben gucken. Ob wir eventuell. Oh, ist das Gold? Da könnte man später vielleicht mal gucken. Da ist die Tür. Oder? Ja, cool. Das ist gut, dass ich jetzt hier nichts mehr. Ist die Tür auf? Nein, 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 nein. So. So, nochmal die Frage: Ist die Tür schon auf? Das sieht auf aus. So, uns hier mal eben hinlanden. Nicht verfügbar, ja. Das freut mich doch.
Alter. Alter. Warum? Alter. Was zur... Nein! Es gibt's doch gar nicht. Landesequenz nicht verfügbar. Ja, das ist... gerade ein bisschen blöd. Also... okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Was? Neuling, 5 Wächter zerstört. Ja, gut. Danke. Danke dafür. Also, ja. Ja, geht doch. Waren wir vielleicht zu nah dran? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Hauptsache. Wie kommt. Aha. Warum muss das Glas her? Das Gras jetzt hier nachladen? So, was haben wir hier drin? Irgendwas Gefährliches? Bist du gefährlich? Nein. So, hier. Was? Achso. Ja. Nein. Und... ja. Reines Ferrit. Ja gut, dann müssen wir hier jetzt mal eben... wie war das noch? Da... nein, da nicht. Einfach hier. So. Läuft. Treibstoff ist voll. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Ferritstaub. Daraus müssten wir reines Ferrit herstellen können. Naja, ich vergesse. Ach, Treibstoff ist leer. Oh. Na ja, gut, guck mal hier. Fuffig rein. So. Sehr schön. Läuft. Läuft. Läuft gut. Ich bin nicht zufrieden, aber naja. So ist das halt, ne? So ist es. So, komm, jetzt machen wir jetzt hier mal ein bisschen. Nein! Ach! Verdammte Axt! Kann ich da hinten? Komme ich da dran? Tatsache. Sehr gut. Schön, dass man die Alarmanlagen-Dingsbums hier draußen nicht mehr hört. Es gibt mir ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. So. Ich bin mir noch nicht sicher. Je nachdem, was hier gleich noch passiert, wird das hier erstmal die letzte Folge sein für ein, zwei Wochen. Also von No Man's Sky. Da wird dann erstmal was anderes nachgeschoben. Oh, das war Kohlenstoff. Das will ich nicht. Also das will ich schon, aber das... brauche ich jetzt nicht so dringend wie... verdammt! So. Nein! So. Ja, wie... Ja. Ne, das war jetzt auch erstmal nur... ich wollte sowieso ein bisschen kürzer machen, aber... naja, hat sich jetzt halt schon auf 13, 14 oder Folgen oder so, ne? Ausgestreckt. Ja, ich wollte ja sowieso nur gucken, wie es sich hier verändert hat. Also wie... inwiefern hier was... ach, ihr wisst, was ich meine. Mein Gott. Was sich seit dem ersten Release hier getan hat, verändert hat. Ob No Man's Sky das Spiel geworden ist, was es anfangs schon sein wollte. Und ich finde ja. Also ich bin schon doch recht begeistert. Es macht Spaß. Weiß ich nicht, ob man vielleicht dann beim zweiten Anlauf, wenn es wieder weitergeht, hier mit ein, zwei Leuten noch zusammen zockt. Mal gucken, wer Bock hat von den Jungs und Mädels. Das Problem ist halt, dass ich immer noch auf der PlayStation spiele. Und ja, jetzt durch Corona und Kurzarbeit hat sich das mit dem Gaming-PC erst einmal erledigt. Das Terminal und ein Upgrade-Modul für meinen Exo-Anzug. Ich finde aber kaum Hinweise auf Apollo. Der Korvax hat diese Welt wohl bereits vor ein paar Tagen verlassen. Anscheinend wurde er zu seiner Flottille zurückgerufen. Heißt es nicht Flotte? Irgendwas bereitet ihm Sorgen. Fabrikprotokolle untersuchen. Jo. Dieser Ort scheint mehr als nur eine Fabrik gewesen zu sein. Es war ein Zuhause des Korvax, der hier lebte. Er scheint hier selbstständig experimentiert zu haben. Videos überprüfen? Joa.
Boah. Einer der internen Sensoren hat Bewegungen in der Fabrik aufgezeichnet. Er zeigt mir ein Video von der Lüftung zu meinen Füßen. Ich bin hier drin nicht alleine. Oh oh. Ich leuchte die Stelle an. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich hätte zurücktreten sollen. Es ist eine kleine, haarige Kreatur, die vor Angst zittert. Sie gibt einen Schrei von sich. Das Tier scheint schon eine Zeit lang hier gelebt zu haben. In der Ecke sind ein Nest, Essensreste auf einem kleinen Teller und sogar Spielsachen zu sehen. Das Tier scheint im Korvax gehört zu haben. Laut meinem Scanner ist es schwer krank. Es wird auf jeden Fall sterben. Heilung ausgeschlossen. Ach, Leute. Füttern. Ich füttere die Kreatur. Nervös nimmt sie den Kohlenstoff und fängt zu essen an. Kurze Zeit später hustet sie ihr Essen größtenteils wieder aus, setzt den Vorgang aber einfach fort. Wobei ihr Maul bei jedem Bissen zittert. Oh nein. Ich verlasse den Fabrikkomplex und überlasse die Kreatur ihrem Schicksal. Oh, das ist mies von mir. Wo ist das Tierchen? Wo ist es? Wo ist es? Navigationsdatei kann ich verkaufen, alles gut. Hallo? Oh, ich werde wieder gesucht. Meins. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Das ist eingestürzt. Das ist, ja gut, das ist halt so. So. Ich schätze. Oh, ich wurde entdeckt. Ja, gut. Hätte man auch drauf kommen können, wenn man einfach so rausrennt. Nö. So. Mal eben gucken. Wir brauchen Startschubdüse, ist alle. Wir brauchen dafür. Raumschiff, Start, Treibstoff. Den müssten wir. Hallo? Was ist das? Oh, kann man auch verkaufen, okay. Boah, schwierig. Schwierig. Weg damit. Komm, ich brauche jetzt. Ich muss jetzt Treibstoff herstellen. Es geht nicht anders. So, was war das denn? Lebenserhaltungsgel. Auch nicht schlecht. So, die Wasserstoff haben wir, Metallplatte brauchen wir. Scheiße, muss ich jetzt noch was wegschmeißen? Ja, anscheinend schon, ne? Fuck. Paraffinium, das brauche ich nicht. Läuft. It läuft, Leute. It läuft. So, herstellen. Wenn wir jetzt noch eine Metallplatte herstellen, ne? Können wir dann noch? Haben wir genug? Nee. Haben wir nicht. Aber hier war doch irgendwo, habe ich doch gesehen. Da. Die Wasserstoff. Oh, ich war das nicht. Ich war. Nein. Na, oh, 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 oh. Ey, nicht auf mein Schiff. Ey, Pillemänner, Alter. Gut, ich weiß, das Spiel wird nicht pausiert. Hat das gereicht? Das hat nicht gereicht. Egal. Gut, wir. Was mache ich denn hier? Verdammt. Ich bin ein bisschen, ne? Merkt man vielleicht? Haha. So. Weg hier. Es reicht. Meine Fresse. Ja, Wächter suchen. Mhm. Sollen sie machen. Nee. Nein. Nein. Moment. Was muss ich... Ein Portal... Ich glaube, wir machen erstmal hier... Ich glaube, wir machen erstmal das. Wir müssen... Na. Moment. Da. Auswählen. Und ich fliege weg. Tschüss. Ich habe keinen Bock auf Raumschlachten. Ich werde es nicht überleben. Also. Nö. Weiß Bescheid. Wollen wir erstmal fliehen.
Nichts gut. Und schnell rein. Hui. Hui, hui, hui. Oh. Siehst du, das habe ich gar nicht gesehen. Gute Arbeit. Der Angriff auf die Fabrik hat sich ausgezahlt. Konntest du nützliche Daten sammeln? Nee. Kein Problem. Wir haben, was wir brauchen. Alles klar. Ich konnte zahlreiche Signale aufzeichnen, als die Wächter einer nach dem anderen auftauchten. Unter der Oberfläche des Planeten gab es Energieströme, die sich von Monolith zu Monolith bewegten. Okay. Wir sollten auf der richtigen Spur sein. Untersuche diese Strukturen. Die sind garantiert alle miteinander verbunden. Ich stimme deinen Scanner auf die Energiesignaturen von Wächtern ab. Wir sollten unsere Beute bald haben. Okay. Viel Glück, ich melde mich auf der anderen Seite. Okay. Das hört sich ein bisschen an wie ein Himmelfahrtskommando. Aber ey. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Ist doch. Also. Ne? So. Oh, eben gucken. Was war denn mit dem Kollegen hier? Er freut sich auf jeden Fall. Quecksilbersynthese. Blablabla. Oh. Was haben wir denn da? Wir haben gar kein Quecksilber, ne? 450 haben wir. Ja gut, das reicht. Banner. Jetpack-Spur. Achso, das ist alles nur. Ich verstehe. Feuerwerk. Aha. Bronze. Atlas-Statue. Okay. Das ist alles nur Deko und so, ne? Ja gut, ich komme mal wieder, wenn ich mehr Quecksilber gesammelt habe. Wollen wir hier bei den beiden Kollegen nochmal vorbeischauen? Ob die noch ein bisschen Nanit für uns haben? Hallo Helios. Ah, junger Reisender. Du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide, bla bla bla. Das haben wir alles schon mal gelesen. Daten geben, Mineralien. Bitteschön. Vielen Dank, Leiner. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Hier, Nanit, bla bla bla. Wie viel haben wir gekriegt? 60. Gut. Immer noch 60 mehr als nichts, ne? Hö. Ares? Du hast doch auch immer irgendwas, ne? Ja. Gravitinobälle. Was ist das? Du hast viel gesehen, aber verstehst du es auch? Bla bla bla. Achso, auch noch nicht. 100. Junge. Läuft bei uns. Ah, ist das was zu essen? Ey, das ist ein Grill. Oh, geil. Hast du noch mehr zu essen? Was? Nee, nee, nee. Ich werde hier meine Dienste ganz bestimmt nicht anbieten, Alter. Ganz bestimmt nicht. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ich habe hier den Plan von der Station noch nicht so auf dem Schirm, aber es ist gut, dass wir immer noch das Navi haben, was uns hier rum navigiert. Nada. Welches neue Wissen, Reisender? Ist dir die Apollo-Entität bekannt? Jawohl, ist es. Eine Reisender-Entität, die Nada nicht kennt. Aber sie kennt die Artemis-Entität, die Nada nicht mehr kennt. Weißt du, diese Neuigkeiten beunruhigen Nada. Was entgeht unserem Zuhause noch? Alles. Nada wirkt besorgt. Er kehrt in sich. Fragen, was zu tun ist. Was soll ich tun? Polo-Freund hat für unsere Sicherheit gesorgt. Nadas Hülle gehört Nada, schon viele Jahre. Außerhalb des Datenzyklus. Wir helfen anderen zu fliehen. Jene, die unsere Realität verarbeiten können. Nada hat hier Frieden. Jene, die uns jagen, können uns nicht sehen. Nada möchte nicht, dass es ein Ende nimmt. Kann man verstehen? Kann man verstehen. Aber es ist besser zu verstehen und zu wissen, was uns jagt. Lass dich von uns nicht aufhalten. Also soll ich jetzt gucken, was... Weißt du was? Dann würde ich doch sagen, wir gucken mal, ob Etepi... Hallo Freund, beunruhigt Nada. Apollo Freund, beunruhigt Nada. Mich nicht. Es ist aufregend zu sehen, wo unsere Modelle scheitern. Wenn wir falsch liegen, gibt es mehr Freunde, als wir dachten. Mehr Freunde und mehr Sterne. Nach Koordinaten eines schwarzen Lochs fragen.
sendet die Position eines schwarzen Lochs an die Navigationsrechner meines Raumschiffs. Cool. Cool. Ja, nein, falsch. Cool. So. Habe ich das nicht gerade gemacht? Habe ich das nicht gerade gemacht? Hä? Ach, warte. Ich muss noch... Ja, ja, komm, das... Ja, ja, ja. Nach Wächtern fragen, nach... Mhm. Das hätte ich jetzt lesen müssen. Aber es... ja. Schon wieder falsch. Nein. Okay. Das schwarze Loch erreichen. Okay. Das hört sich gut an. Huch. Haben wir hier irgendwo einen Laden, wo ich was verkaufen kann? Ich weiß es nicht mehr. Ich brauche auf jeden Fall so ein Verkaufsterminal. Aber ich glaube, das haben wir hier gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Nope, 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 nope. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir noch eine andere Station erreichen können, bevor wir draußen abgeschossen gegrillt werden. Wie auch immer. Scheiße, ich muss mein Inventar unbedingt vergrößern. So. Da unten ist eine Raumstation. Da will ich eben hin. Ein bisschen was ver... Scheiße. Weg hier. Oh oh. Portale. Ja gut, Portale kennen wir doch schon, oder? Läuft. Ja, sieht doch gut aus. Dann kriegen wir in dieser Folge noch ein bisschen was verkauft. Jetzt will ich unbedingt weitermachen, oder? Alles klar, das hier ist nicht die letzte Folge. Die letzte Folge wird die nächste Folge sein. Wenn wir das schwarze Loch erreichen. Ich will wissen, wie das aussieht und was es da zu tun gibt. Alter, warum ist die denn so weit entfernt? Wo bin ich denn hingeflogen, ey? Junge, 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 Junge. Das ist doch unglaublich, unglaublich. So. Guten Tag. Einmal bitte. Das war knapp. Eieiei. Okay. So. Sternbeobachter Raumstation. Wunderbar. Einmal bitte zu dem Verkaufsterminal. Guck mal, haben wir direkt an der Treppe geparkt. Müssen wir unser Jetpack nicht verbrauchen. Wunderbar. Ich bin begeistert wie ein kleines Kind von einem großen Lego-Spielzeug. So. Verkaufen. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir. Natriumnitrat. Ich weiß. Ich glaube, das brauchen wir auch, ja. Gold. Weg. Das brauchen wir auch alles. Was war das? Weg damit. Metallplatten. Oh, ich wollte gerade sagen, hat mir nicht viel mehr. Mein Gott. So, Silber kann weg. Das war... Ich wollte gerade lesen. Verdammt. Weg damit. Ach komm, wenn wir wieder einen brauchen, können wir uns den kaufen. Wir haben das Geld doch. Ja. Ja, was wurschtelst du hier mit deinem Finger die ganze Zeit rum? Also. Entschuldigung. Pillemann. Kaufen, genau. Mal gucken. Funkenkanister, Industriebatterie, ohmisches Gel. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Können wir gucken, ob wir vielleicht. Nein, können wir nicht, okay. Warum haben wir jetzt 600 Quecksilber? Haben wir irgendwas. Habe ich irgendwas verpasst? Oder.
Naja, gut. Tja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr auch an der nächsten Folge wieder ein bisschen Interesse zeigt. Tja, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.